Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen damit zum heutigen Part, ne? Ist jetzt ein bisschen länger her, dass ich was aufgenommen habe, weil erst seit kurzem mit meiner Hand wieder alles in Ordnung ist, aber ich freue mich wieder für euch da zu sein. Ja, ich glaube, hier sind wir beim letzten Mal stehen geblieben, wie gesagt. Letzte Aufnahme, die ich gemacht habe und nicht vorbereitet war, ist sehr lange her. Ich glaube, 2, 3 bis 4 Wochen ist das her. Ach du Scheiße. Hallo King Frost. Ich weiß, dass du König Frost bist, weil ich dich in der Liste drin habe irgendwo. Oh, er muss dieses ganze Gebiet alleine kalt halten. Ich frage mich, wie kalt bist du? Also, wie viel Celsius hast du? Er ist ja King Frost. Ich sehe übrigens keinen Miemann hier. Ja. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, da hinten irgendeinen Dämon komplett auseinandergenommen. Nee, diese einen von Bethel haben wir da auseinandergenommen. Und dann Lilim dafür erhalten. Ich weiß noch nicht, ob sie gut ist. Ich habe sie mir, glaube ich, bisher noch gar nicht angeguckt. Scheint aber ein paar interessante Techniken zu haben. Manangal hätte ich eigentlich gerne wieder im Team, weil die ja Blut saugen. Wenn da mal so ein Mitama ist, dann kann ich mit ihr safe ihn hitten. Mein heutiges Ziel ist auf jeden Fall die riesige Abszesse zu vernichten. So hießen ja diese Riesenviecher. Und unter anderem den Glorienkristall da einzusammeln. Die Teddybären, habe ich die schon bekämpft? Ich glaube nicht. Kommt mal her. Ihr sollt herkommen. Ich kriege die nicht dazu, zu mir zu kommen. Hier oben ist doch irgendwo safe was. Ja, hier sind allein schon ein paar Automaten. Ich finde hier bestimmt noch irgendwo niemand. Die Onis lasse ich mal in Ruhe. Man sieht ja, dass ich mehr als stark genug bin. Habe ich eigentlich noch so Evangeliums oder so? Es ist halt wirklich lange her, dass ich hier was gemacht habe. Ich habe ein Dunkelheits-Ultra. Nimm mal. Ich will auf jeden Fall da oben drauf, weil da sehe ich, ist was Interessantes für mich. Aber ich gehe nochmal zurück, weil ich erst den Glorienkristall einsammeln will. Den kann ich jetzt am allermeisten gebrauchen. Den braucht man ja, um die ganzen Fähigkeiten freizuschalten. Komme ich von hier da drauf? Ja, wenn ich rechtzeitig springe. Aber da komme ich nicht hoch. Glaube ich. Und hier ist auch irgendein Megavieh in der Nähe. Shining macht wieder null Story und konzentriert sich nur auf die Glorienkristalle. Und Kämpfe gönnt er auch. Ich sehe das immer wieder in den Kommentaren. Vor allen Dingen, schneid mir Kämpfe rein, Shining, schneid mir Kämpfe rein. Würde ich ja gern, würde ich mehr neue Kämpfe sehen. Aber sofern ich kein neues Vieh bekämpfe, seht ihr eigentlich straight immer ein und dasselbe immer und immer wieder. Und das ist halt null interessant. Doch, das Vieh mache ich jetzt als erstes kaputt, damit ich die Karte besser sehe. So einen Abszessenkampf lasse ich immer drin. Damit man weiß, was ich da mache. Aramasa war richtig stark, ne? Ich habe keine Ahnung, was gegen die generell stark ist. Fernrohr! Ich weiß nur, dass das aufdeckt. Ich komme ins Spiel wieder rein, keine Sorge. Mudo ist gegen den effektiv. Mamudo! Oh, alle sind dagegen schwach. Auch gegen Hama? Also die anderen beiden? Ne, das resisten die. Sie hat kein Mamudo. Ich habe dir das, glaube ich, weggenommen.
Ich habe keine Ahnung, gegen was die alles schwach sind. Feuer auf jeden Fall nicht. Guck, jetzt habt ihr auf jeden Fall mal wieder einen Kampf drin. Könnt euch doch freuen. Jetzt müsst ihr mich nie mehr anmeckern, dass ich einen Kampf reinschneiden soll. Also, um das nochmal zu betonen. Neue Kämpfe lasse ich immer drin. Aber Kämpfe, die wir schon kennen, die schneide ich raus. Das wurde damals nicht richtig verstanden. Weil ich würde euch immer und immer wieder nur dasselbe zeigen. Das ist langweilig für euch als Zuschauer. Zum Beispiel, wenn ich so einen Jack Frost bekämpfe, den ich mindestens schon 5-mal umgebracht habe. Ich one-hitte den in einer Runde, das ist null interessant für euch. Nur um das mal kurz so zu verdeutlichen. Im Übrigen ist toll, wie viel die aushalten. Ich habe eine Obsesse fertig gemacht, jetzt will ich eine Fähigkeit haben, die mir was bringt. Ich habe Magatsui-Verteilung, Stammkunde, Aura der Todesangst und Gottesschoß. Gottesschoß war, glaube ich, das, was mir mehr Fähigkeiten erlaubt. So, und jetzt will ich irgendwie hier einen Weg nach oben finden. Also da oben drauf. Was ist denn das für ein Riesenvieh? Kann ich zu dem runter? Ich kann es untersuchen. Ja, ich würde sie gerne absorbieren. Sehr viel Erfahrung für alle. Nur für mich nicht. Ein paar Wochen Level abgemacht. Ja, ganz neue Kräfte. Fluchreduktion brauche ich nicht. Die Blockade, die brauche ich glaube ich auch nicht. Ja, annulliert Lichtangriffe. Oh, eine Heilperle habe ich bekommen. Mahama hätte ich schon gerne. Zio kann dafür weg. Lianan hat auch ein Level Up. Ein Verzauberungsjuwel. Alter, wie viel Erfahrung? Zionga. Ich habe aber Masionga, ne? Das ist eigentlich vom Prinzip her dasselbe, nur auf alle. Und es kostet mich nur 9 MP mehr. Aber ein krasses Level Up. Jetzt sagt nicht, ich muss den ganzen Weg nochmal drumherum rennen. Okay, ich muss nicht. Und was immer das große Vieh ist, was da auf der Karte ist. Ich will es nicht kennenlernen. Es bringt mich um. Später vielleicht, wenn ich stärker bin. Warte mal, vielleicht können wir es irgendwo sehen. Das Riesenvieh. Das würde mich vernichten. Hopp. Hoppa. Hier geht's nicht lang. Da will ich ja hin. Ich hoffe, ich schaffe den Sprung. Hat noch geklappt. Das ist Shinagawa CT Container Terminal von Shinagawa. Mehr als 900 Schiffe jedes Jahr. Also ich versuche ja auch auf das einzugehen, was sie mir schreibt. Beispielsweise auf Tipps und Tricks gehe ich ein. Wie weit ihr das Spiel selber schon gespielt habt. Ich will halt nur nicht, dass ihr mir das Spiel spoilert. Das ist das Einzige. Oder hier durchgehender Beschwerden seid, mach mehr Kämpfe rein. Das ist auch irgendwann nervig. Ich will an diesen Glorienkristall drankommen. Das sind 60 Glorien, die lasse ich nicht hier liegen. Die Frage ist nur, wie ich drankomme. Wenn ich irgendwie auf den da drauf komme, hält mich dran. Ja, dafür muss ich hier rechts rum. Hopp. Nicht runterfallen. Komm.
Ja, ich hab ihn. Okay. Ich muss jetzt einmal zum Lagerhaus zurückrennen, deswegen kurzer Skip. Ich bin bei dem Lagerhaus, ich bin mal kurz unten reingegangen, weil da noch ein zweites war und da war niemand drin. Gut, dass ich hier unten mal reingeguckt habe. Ansonsten ist hier unten aber nichts. So, jetzt sehen wir uns da oben. Okay, wir sind jetzt wieder hier. Die Onis, die haben kein Interesse an mir, weil ich zu stark für die bin. Irgendwie müsste man in eins davon reinkommen können. Weil da drin ist jemand zum Reden und von der anderen Seite kam ich da nicht rein. Hab's versucht. Komm ich von der anderen Seite da rein? Oder irgendwie von hier? Da kann man mit jemandem reden, aber keine Ahnung, wie man zu dem reinkommt. Ja, das ist so eine Geschichte, die könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie man an den drankommt. Wir konzentrieren uns jetzt wieder aufs Hauptspiel. Da sind die Teddys. Ey, komm. Komm her. Hier. Dann habt ihr noch einen Kampf heute. Ich gehe sogar extra auf den Ritter. Zack. Pam. Ich wollte keine Items auswählen. Hammer. Einfach einen Angriff jetzt machen. Dann überlebt er die Runde. Damit ihr auch mal seht, was der macht. Oh, scheiße, ich habe Aramasa gemacht. Garden. Ich will ihn ja mal leben lassen. Damit er zeigen kann, was er kann. Und er hat seine Runde dafür genutzt, meine Meldung reinschlafen zu lassen. Damit er sich an ihr vergehen kann. Nein, hoffentlich nicht. Versteht hier nichts falsch. Bloß nicht. Ich fütter nur wieder eure Gedankengänge. Was bist du denn für ein cooler Dämon? Das ist ein Weibchen. Sehe ich übrigens. Mein Name ist Baphomet und ich herrsche über den Sabbat. Okay. Fernöstliche Zauber, was? Er will fünfmal Inugamis Kopf haben. Okay. Inugamis Köhn. Lässt sich einrichten. Kann ich offscreen zur Not machen. Da, jetzt sind hier wieder 10.000 Jack Frost. Ich habe nicht vor, gegen die zu kämpfen. Hier zwischen kann ich nicht durch. Da bin ich, glaube ich, reingekommen. Ne, warte, da bin ich durchgekommen. Hier ist ein Schatz. Und mal ausnahmsweise keine Gegner hole, die mich danach erwartet. So, draufklettern. Das sind die Inugamis, die hier hole ich mir später. Erstmal holen wir uns den Drachen fort hier. Welt der Schatten würde ich gerne einmal rein. Ich will mir die Fähigkeiten angucken. Apothese, Wunder lernen. Merke zu, die Verteilung. Abwehr, Ausweichen, Annullieren, Reflektieren und Absorbieren. Also egal, was macht. Bennett und Gatogi der Gegner. Okay. Damit wäre alles in der Kadaverkaderne günstiger. Hole ich mir auf jeden Fall noch. Und in Gottes Schoß ist, ich kann zwei Dämonen mehr mitnehmen.
nehme auf jeden Fall mal die zwei Inventarplätze, weil ich da mehr Optionen habe. Und ich nehme Stammkunde. Weil dann kostet mich da alles weniger. Ich kann, wenn ich das mir hole, von Dämonen in die Enkel getriebenen Dämonen Geld abluchsen. Das ist cool. Und ich habe von den komischen Eumel endlich die Essenz. Und der hat irre viele Abwehrteile. Was hat er an Skills? Er hätte Mahammer statt Hammer. Und Sio. Weil ich bin ja eigentlich so ein Elektrotyp. War eine Verbesserung. Und Kayano Himo habe ich neu. Wann habe ich die denn eingesammelt? Ist jetzt aber auch nichts, was mich irgendwie interessieren würde. Ja, ich gebe mal eben kurz alle ins Dämonenkompendium rein, ne? So, ich habe alle ins Dämonenkompendium eingetragen. Ich sammle ein, was auch immer du mir dir anzeigst. Und wir haben offenbar einen Bosskampf beim nächsten Mal vor uns. Und warum sage ich das nächste Mal? Ganz einfach, weil ich hier das jetzt beenden werde. Ja, die heutige Folge mal ein bisschen kürzer. Jo. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt ja ein Abo und ein Like da lassen. Ein Kommentar schadet auch nie dem Algorithmus. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!